Hallihallo und herzlich willkommen. Ihr habt eingangs ja schon gesehen, die Karte, die wir heute basteln. Ich möchte euch jetzt noch ein paar Zusatzinformationen dazu geben. Und zwar ist diese Woche folgendes Programm bei den Wunderwelt-Mädels. Und zwar ist das zum einen aus dem neuen Mini-Katalog hier Januar bis Juni auf Seite 23 das Stempelset Schön Schwungvoll. Und das sieht so aus. Ich persönlich finde das unheimlich schön. Ich habe es mir aber noch nicht gekauft. Aus welchen Gründen auch immer. Irgendwie ist das bei mir untergegangen. Was ich daran besonders schön finde, ist halt, dass es hier verschiedene Schriftarten gibt. Und diesen hier, den kann man immer verwenden. Das ist egal, ob ihr jetzt mal eine selbstgemachte Marmelade verschenken wollt oder eine Karte, was auch immer. Dieser Spruch geht immer. Und deswegen ist das eigentlich ganz schön. Ich schätze mal, es wird noch bei mir in meiner Tasche landen, wie das halt immer so ist. Egal, das ist zumindest das Stempelset, was heute bei uns im Vordergrund steht. Da ich das jetzt nicht habe, arbeite ich mit dem zweiten, was auf dem Tagesprogramm steht. Und zwar ist es hier aus der Celebration das Designerpapier Papierblüten. Das bekommt ihr ab einem Bestellwert von 60 Euro dazu. Und das ist wirklich, also ich habe das gesehen und habe gesagt, okay, da bestellst du direkt nicht mal eins von, da bestellst du direkt zwei von. Und somit ist das auch bei mir eingezogen. Und damit werden wir heute überwiegend basteln. Zu diesem Papier fand ich aber auch, dass sich dieses Papier, und zwar Blumen für jede Jahreszeit, wunderbar ergänzt. Und ich habe mir da jetzt zwei oder drei kleine Schnipsel aus diesem Papier ausgewählt. Und zwar hier diesen blauen Hintergrund, der finde ich ganz toll. Also wer das haben möchte, das ist super einsetzbar, vor allen Dingen, weil halt hier ganz, ganz viele Farben im Katalog drin sind, die sich kombinieren lassen. Also, kann ich nur empfehlen. Daumen hoch! Fangen wir aber mit unserer Karte an. Da braucht ihr natürlich Materialien. Und zwar fangen wir da mal an. Ich muss das hier in zwei Bereiche, sonst habe ich das nachher alles durcheinander. Das lege ich zur Seite. Das sind erstmal die Karten, die Größen, die wir so brauchen an Grundmaterial. Und zwar braucht ihr zweimal in Farbkarton in Rauchblau mit den Maßen 16,5 x 10 cm. Einmal mit den Maßen 15 x 10. Und ich habe mir jetzt hier noch einen Streifen mit den Maßen 2 x 21 cm ausgewählt. Dazu kommen noch in Rauchblau zweimal die Größe 7 x 5 cm. Und damit fangen wir dann auch direkt an. Und da kommen dann auch direkt diese beiden Aufleger drauf. Die haben die Maße jeweils 6,5 x 4,5 und die kleben wir uns hier mittig drauf. Dafür nehme ich jetzt meinen Tombow und meine Unterlage. Das hätte auch bald schief gehen können. So, nur aber. Wie gesagt, das kleben wir hier so schön auf. Schön, dass ihr an den Rändern ungefähr gleich seid. Ihr könnt ja natürlich, wie ihr wisst, auch immer noch ein bisschen schieben. Das ist ja das Schöne am Tombow. Und dann schaut ihr, dass ihr möglichst gleich zu den Rändern seid. Noch ein bisschen hier und da zippeln und zuppeln. Und dann ist die Sache zippeln und zuppeln und schon verschiebe ich hier meine gesamte Unterlage. Oh Mann. Sie hat heute wieder Fummeln in der Foot. Aber ist ja auch kein Wunder. Wir sitzen den ganzen Tag zu Hause, können nicht wirklich was mit unseren sozialen Kontakten anstellen. Deswegen bin ich froh, dass ich über diesen Weg hier zumindest, auch wenn es nur einseitig ist, Kontakt zur Außenwelt haben kann. Das ist auch ganz schön. So, die beiden haben wir fertig.
Und weiter geht's. Ihr braucht jetzt einen Bleistift und ein Lineal. Und dann macht ihr jetzt Folgendes. Ihr nehmt euch, legt euch das quer, dass die lange Seite waagerecht liegt. Und macht jetzt hier bei 1,5 cm macht ihr euch eine Markierung. So, so rum, genau. Und auch hier oben. Dann nehmt ihr euch einen Falzstift und verbindet diese beiden Punkte, Markierungen, wie auch immer, schön miteinander. Und dann auch direkt hergehen und das alles wieder wegradieren. So. Das lassen wir jetzt mal so liegen. Also wir haben jetzt uns hier einmal diese Ecke gefalzt und jetzt machen wir dasselbe auf dieser Seite, also auf der entgegengesetzten Seite. Wenn es dann vor euch liegt, macht euch eine Markierung. Und verbindet die beiden Markierungen mit einem, mit einer Falz. Dann ganzen Schoß auch direkt wieder wegradieren. So, vergessen wir es hinterher nicht. Das kann ja passieren im Eifer des Gefechts. Und dann nehmt ihr euch das Lineal auch nochmal und knickt den ganzen Kladderadatsch einmal um und zieht auch nochmal mit dem Falzbein nach. Wenn ihr seht, dass ihr da jetzt zum Beispiel keinen Tombo drauf gehabt habt, dann könnt ihr jetzt hier noch mal ein bisschen nacharbeiten. Und dasselbe macht ihr mit dem anderen auch. Und dann sieht das Ganze so aus. Das kann dann erstmal beiseite. Jetzt nehmt ihr euch den Farbkarton mit den Maßen 15 x 10 cm, legt den vor euch hier einmal so ab, beziehungsweise nehmt euer Falz- und Schneidbrett. Und da das eine Länge hat von 15 cm, machen wir jetzt hier eine Falz bei 7,5 cm, also genau in der Mitte auf der langen Seite. Und dann braucht ihr nochmal hier euren Bleistift und euer Lineal. Und zeichnet jetzt vom Rand auf der Falz nach innen, zeichnet ihr nochmal bei 1,5 eine Markierung ein. Sowohl von oben als auch von unten. Dann dreht ihr euch das Ganze wieder so hin und dann geht ihr von der Mittelfalz aus und macht euch Markierungen links und rechts von der Falz bei 1,5 cm. Auch hier wieder von oben und von unten. Nehmt euch nochmal euer Silikon unter eure Silikonunterlage und jetzt verbindet ihr wieder mit eurem Falzbein oder Falzstift die beiden Markierungen miteinander. Das Wegradieren nicht vergessen. Soll ja hinterher auch schön aussehen. Dann knickt ihr euch das jetzt nach oben und zieht das Ganze einmal mit dem Falzbein nach. Nehmt euch das wieder in die Hand und arbeitet diese Falz, die ihr diese Schrägfalz hier einfach erstmal mit den Händen vor. Und dann öffnet ihr das ein bisschen und drückt euch das hier so in die Mitte. Macht ihr unten natürlich genauso und zieht das Ganze noch mal mit dem Falzbein nach, bitte. Jetzt braucht ihr Designerpapier mit den Maßen 9,5 x 7 cm und ich habe mir das jetzt hier einmal so zurechtgeschnitten. Das Ganze wird nachher so ausschauen. Das heißt, entweder bringt ihr euch das so oder so, wenn ihr eine Laufrichtung habt, auf das Papier. So soll das dann hinterher aussehen, zumindest jetzt bei mir wird es so ausschauen.
Jetzt lege ich mir das einmal hier auf, gucke, dass ich alle Ränder ungefähr gleich habe. Ihr habt natürlich den Vorteil, ihr könnt jetzt von oben drauf gucken. Ich sehe nicht wirklich viel. Macht aber nichts. Hat man halt mal einen Knick in der Optik, ist auch okay. Also nochmal alles ausrichten, jawohl. Und dann halte ich mir das Papier fest, lege mir das Lineal auf die Falz und ziehe mir einmal einen Bleistiftstrich hier einfach so durch. Das macht ihr an beiden Seiten. Achtet darauf, dass ihr das Papier dann immer schön liegen habt und das fixiert habt. Und dann schneidet ihr euch das dann einfach so ab. Und dann könnt ihr das Ganze auch schon festkleben. So schaut das dann aus. Dasselbe macht ihr natürlich von der anderen Seite. Achtet jetzt unbedingt darauf, dass ihr hier möglichst gleich seid, damit das nicht nachher so aussieht als gewollt und nicht gekonnt. Wenn ihr hier jetzt noch Bleistiftreste drauf habt, könnt ihr euch die jetzt noch gut wegradieren. So schaut es dann aus. Dann dreht ihr euch das Ganze so einmal, dass zum Beispiel das Blümchen jetzt hier nach oben kommt und diese beiden werden jetzt hier, die kleinen, werden jetzt festgeklebt. Und zwar gebt ihr dafür auf die Ecke Tombow auf. Und dann klebt ihr das hier auf die Schrägfalz. Könnt ihr auch noch hier noch mal kontrollieren, so dass ihr das so schiebt, dass die Karte sich hier auch noch schließen lässt. Also hier, das darf jetzt nicht genau so auf der Falz liegen, sondern so ein Ticken drüber. Also kontrolliert ihr das noch mal so. Ist das korrekt? Ihr seht schon, ihr könnt es noch schließen. Alles ist gut. Und dann gebt ihr hier ebenfalls Tombow auf und klebt das Ganze wieder fest. Dasselbe macht ihr natürlich jetzt auch auf der anderen Seite. Und da ist das dann doch abgegangen. Das macht aber jetzt noch gar nichts. Das können wir jetzt wieder fixieren. Und auch hier nehmen wir jetzt hier auf das Dreieck noch ein bisschen Tombow auf und kleben das ebenfalls fest. Wenn ihr jetzt das Ganze aufklappt, seht ihr, dass das hier schön auf und zu geht. Legt euch das jetzt erstmal zur Seite. Jetzt nehmt ihr euch nochmal den Karton mit den Maßen 16,5 x 10 cm. Dann legt ihr euch das praktisch so schon mal hin. So, das muss jetzt hier drauf. Also das heißt, diese Seite benetzen wir jetzt nochmal mit Tombow. Und bringen das Ganze jetzt hier oben bündig an. Meine Silikonunterlage. So. Jetzt nehmen wir uns den zweiten rauchblauen Farbkarton mit 16,5 x 10 zur Hand. Das können wir erstmal beiseite legen. Das legt ihr euch so quer vor euch hin. Und jetzt braucht ihr nochmal Farbkarton und zwar einmal mit den Maßen 9,5 x 5 cm. Und da werde ich diese Seite hier verwenden. Die ginge zwar auch, aber das andere passt halt wesentlich besser zur Farbgestaltung der ganzen Karte. Deswegen wird jetzt hier das festgeklebt. Und zwar, dass ihr einen schönen Rand an drei Seiten habt. Dann
habt ihr hier nochmal Designerpapier mit den Maßen 10,7 x 9,5. Und das macht ihr dann praktisch so, dass die 9,5 Seitenzentimeter sind, ist die Höhe. Und das bringt ihr jetzt hier ebenfalls an den Rändern schön auf. Das orientiert euch an den Rändern. So, so wird ein Schuh draus. So, jetzt legen wir uns das mal erst so hin. Da könnt ihr euch dann auch wieder hier an dieser Linie dran rumhangeln, dass ihr das dann schön hier an den Seiten gleich von der Höhe habt. Ihr braucht jetzt nochmal euer Geodreieck und euer Lineal und messt von der Seite 3 cm nach innen ein und macht euch da eine Markierung hin. Ich nehme jetzt nochmal meine Silikonunterlage und mache jetzt mit dem Lineal und dem Falzstift, verbinde ich jetzt diese beiden Punkte wieder miteinander. Wieder. Wieder und immer wieder. Alles wieder wegradieren und nach innen falzen. Gebt euch jetzt hier auf diese 3 cm Tombo auf. Wenn ihr das dann fertig habt, nehmt ihr euch die Unterlage, die ihr eben gebastelt habt, mit der Öffnung nach oben und bringt dieses hier bündig mit dem aufeinander. Das sieht dann in der Verlängerung folgendermaßen aus. Ihr habt das jetzt hier diese 3 cm, die ihr aufgeklebt habt. Und so schaut das dann jetzt aus. So sieht das Ganze dann zusammengeklappt aus. Und von der Seite sieht das folgendermaßen aus. Jetzt drückt ihr euch das einmal auf die Rückseite und nehmt nochmal euer Lineal und Bleistift und gebt jetzt von unten machen wir uns jetzt eine kleine Markierung bei 1,5 cm jeweils. Und dann verbinden wir die Punkte mit dem Bleistift. So dass wir eine kleine Linie haben, die wir benutzen können. Jetzt nehmen wir uns das Maß 2 x 21 cm in Rauchblau wieder zur Hand. Und dann gucken wir mal so ungefähr bei 0,7. Das ist so ein kleines Stückchen. Müssten wir eigentlich hinkommen, dass wir uns da bei so einen halben Zentimeter mit Tombo versehen. Und uns dann hier an der Linie orientieren, dass das auch gerade ist. Und dann bringen wir uns das hier mit den Fingern so rum. Und dann orientieren wir uns hier, wie gesagt, an der Linie und knicken uns auch hier das nochmal so um. Und wenn ihr jetzt hier ein bisschen zu lang seid, wie jetzt hier, könnt ihr euch das einfach, wenn das dann zu viel ist, einfach ein bisschen abschneiden. Bei mir kommt es jetzt mit dem vorderen genau hin. Insofern bringe ich mir da jetzt nochmal Tombo auf diese Ecke und auf dieses auf. Und dann klebt ihr euch das schön aufeinander. Dann habt ihr hier nochmal Designerpapier mit den Maßen 1,5 x 9,5 cm und auch das klebt ihr euch jetzt auf und zwar auf die gerade hergestellte Lasche. Auch da könnt ihr euch jetzt wieder hier an den
Rändern orientieren. Und dann könnt ihr einfach hier unten ziehen. Und die Karte poppt schön auseinander. So, ihr Lieben, das war auch schon die Karte für heute. Ich habe das jetzt noch ein bisschen ausdekoriert. Ich habe jetzt hier unten noch einen Eingriff dran gemacht. Und hier noch einen kleinen Gruß. Und wenn ihr das dann hier oben schön anfasst und nach unten zieht, ist das nicht ein Träumchen? Ich habe da hier noch innen drin zwei kleine Grüße reingemacht. Und wer möchte, kann natürlich auch hier noch etwas draufsetzen. Wobei, hier müsst ihr wirklich aufpassen. Da handelt es sich um einen Schiebemechanismus. Da würde ich jetzt nichts drauf machen, aber hier und da könnte man noch was drauf machen. Ich persönlich finde aber, dass das Designerpapier hier durchaus seinen Erfüllungszweck hat, nämlich den, sich zu präsentieren. So, und ja, ich finde, dabei kann man es dann auch schon belassen. Und man hat eine Karte, die, ja, die ist halt mal was Besonderes. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Ihr wisst, ihr findet immer alle verwendeten Materialien und Produkte unten in der Infobox oder schaut auf meinem Blog vorbei. Da sind sie auch nochmal aufgeführt. Ich werde euch auch dazu noch eine PDF zur Verfügung stellen. Die findet ihr auch in der Infobox oder auf dem Blog, wie auch immer, wo ihr reinschauen mögt. Die Anleitung hat euch hoffentlich gefallen. Ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und ich hoffe natürlich auch viel Spaß beim Nachbasteln. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder mit den nächsten Stempelsets. Ich freue mich auf euch, bleibt gesund und munter und bis nächste Woche. Tschüss!